an meine Liebe. Mit dem ersten Licht beginnt der Tag. Er unterwirft sich nicht der Müdigkeit. Kennenlernen wird die Sonne niemals die Nacht, denn sie trägt das Licht in ihren Armen. Die Sonnenblume wird sich der Sonne hinneigen, gerade deshalb ist doch heute die Hoffnung gelb. Die Ameisen sind wieder fleißig heuer, die Blumen fröhlich und unter dem Sonnenlicht. Der Himmel trägt die zierlichen Vögel auf der Schulter, ihre Flügel mit Frieden beschmückt. Das Laub tastet an der Melodie der Winde, gerade deshalb ist doch heute die Hoffnung grün. Der Wind streichelt die Blätter der Bäume. Ich grüß dich, Sonne, du brachtest Hoffnung in unser Leben. Reichen wird allen Menschen die Erde, erst wenn der Wert des Lebens doch erkannt, wenn gerecht verteilt würde die Hoffnung und das Brot. Ich heiße dich willkommen, Wind. Deine Arme duften nach Frühling, dein Atem nach Hoffnung und Geschwisterlichkeit. Der Duft der Erde in der Luft, an den Flügeln der Winde hält sich der Fluss doch fest. Der Himmel umschlingt die Hand des Meeres, deshalb ist heute doch die Hoffnung blau. Zu halten sich an der Freiheit, genauso wie der Himmel und das Meer, gerade deshalb ist ja heute die Gerechtigkeit das Meer. Das Tageslicht hat den Tee gezogen. Der Wind an der Seite der Arbeiter, die Wolke besteht auch heute aus Wolle. Und ich hier zusammen mit meiner Geliebten, das Lied der Freiheit ist mein Atem, alle Farben des Regenbogens in meinem Lied, mein Herz so heiß wie die rote Lava aus dem Vulkan, gerade deshalb ist ja heute die Liebe der Regenbogen. Auf seinem Gipfel doch gerade die Leidenschaft und der Kampf. Ja, hallo Özgür, schön, dass du bei uns bist. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen in Anschluss an dein Gedicht? Ja, hallo, ich heiße Özgür Metin Demirel, bin im Jahre 1977 in Bielefeld geboren, habe meine Kindheit in der Türkei als auch in Deutschland verbracht, bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und lebe gerade mit meiner Familie glücklich in Köln und schreibe sowohl in Türkisch als auch in Deutsch. Mhm. Du bist ja schon lange sehr politisch unterwegs gewesen und bist noch unterwegs. Könntest du uns was dazu erzählen? Ja, ich komme ursprünglich aus einer politischen Familie, sodass ich halt in die Politik reingeboren worden bin. Mhm. Und habe auch schon in meiner Schulzeit angefangen, mich auch politisch zu engagieren. Bin in die Schülervertretung reingegangen, habe sogar die Schülervertretung in meiner Schule aufgebaut. Habe 3 Jahre lang als Schülersprecher in meiner Schule sozusagen den Posten des Schülersprechers gekleidet. Habe die Bezirksschülerinnenvertretung in Bielefeld mit aufgebaut. In meiner Studienzeit habe ich innerhalb der DITIF-Jugend aktiv mitgemacht. Habe die Organisation, die Migrantinnenorganisation mit aufgebaut in der Zeit. Sehr verschiedene politische Aktivitäten durchgeführt, habe mich stark gemacht für Gleichberechtigung der in Deutschland lebenden Menschen, für die Integration, für das Zusammenleben von Deutschen und Nichtdeutschen in Deutschland, für ein friedliches, demokratisches Zusammenleben. Wieso bist du von deinem politischen Arbeitsschwerpunkt dann auf den soziokulturellen umgeschwungen und bist Dichter und Übersetzer geworden? Also umgeschwungen kann ich das so nicht direkt nennen, weil in meiner politischen Tätigkeit war ja auch ein wichtiger Bereich Kultur und Sozialpolitik. Und da habe ich auch sehr lange in diesen Bereichen aktiv versucht zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel Büchertage in Köln, in Dortmund mitorganisiert, habe Schriftstellerinnen, Deutsche als auch Türkische aus der Türkei eingeladen, habe mit denen über ihre Bücher, über ihre Gedichte diskutiert und habe auch versucht, Jugendliche mit auf dieses Boot zu nehmen. Aber selber habe ich meine Gedichte erst sehr spät angefangen zu schreiben. Ich habe eher die Übersetzungstätigkeit gehabt. Ich habe in der Türkei sind also 3, 4 Bücher von mir in türkischer Sprache erschienen, die ich übersetzt habe hier aus dem Deutschen, aus der deutschen Sprache. 2013
ist das Buch von Krupskaya, Nadezhda Krupskaya, in der Türkei erschienen von mir bei Evrensel Basım Yayın. Das ist ein Verlag in der Türkei gewesen, das den Titel getragen hat, Lenin und die Volksbildung, über die Volksbildung. Krupskaya ist ja eine sehr mächtige Pädagogin weltweit gewesen, die sich halt für die Bildung engagiert hat, auch in der damaligen Sowjetunion, hat auch sehr viele Bücher geschrieben. Das war mein erstes Buch, was in der Türkei erschienen ist. Mein zweites Buch war ein Arbeiterroman. Die Sturmvögel habe ich in die türkische Sprache übersetzt und das ist 2014 erschienen. Und in diesem Jahr ist auch von Thomas Benedikter über die modernen Autonomiesysteme, der ist auch in Europa, ich glaube in Österreich oder in der Schweiz als Professor tätig. Ich weiß nicht, ob er noch weiterhin diese Tätigkeit ausübt, aber er hat sich über die Autonomiesysteme weltweit informiert, hat auch ein super wissenschaftliches Buch geschrieben. Da habe ich auch in dem Übersetzerkollektiv mitgemacht. Danach kam ich über diese Übersetzung in die Gemeinschaft türkischsprachiger Autorinnen in Europa, habe ich dann diese sozusagen diese Verbindung zu dieser Gruppe irgendwie erschlossen. Und seitdem arbeite ich auch mit dieser Organisation zusammen. Bin auch im Bundesvorstand oder im Vorstand dieses Gremiums. Schön. Also du hast gesagt, du schreibst auch selber Texte. Wovon handeln deine Texte? Und kannst du uns vielleicht noch ein bis zwei davon vorstellen? Also meine Texte, ich versuche jetzt meine Texte aus dem Leben herauszuschöpfen. Ich schreibe auch über die Natur natürlich oder verbinde die Natur auch mit dem gesellschaftlichen Leben, mit meinen Zielvorstellungen wie Frieden, Gerechtigkeit in der Welt, dass keine Vorurteile herrschen dürfen, dass die Menschen nicht jetzt wegen der Hautfarbe, wegen der Religion sich gegenseitig diffamieren oder ausgrenzen, dass man halt versucht, das Gemeinsame, das Zusammenleben von Menschen aufzubauen und Frieden in der Welt zu schaffen, dass man friedlich miteinander, also diesen friedlichen Umgang, diesen friedlichen Austausch schafft, dass man merkt, in Deutschland sind die Menschen, die anders aussehen, aber die sind ein Teil dieser Gesellschaft, dass man die Menschen akzeptiert als ein Teil dieser Gesellschaft und auch die Menschen, die anders aussehen, sich nicht als Fremde hier fühlen, sondern als ein Teil dieser Gesellschaft betrachten, dass halt so ein gemeinsames Verständnis vom Zusammenleben aufgebaut wird, wo die Integration gestärkt werden kann. Meine Texte handeln damit halt zusammenhängen auch über diese Themen, über das Zusammenleben, über den Frieden. Ich bin gegen Kriege, egal wer diese Kriege führt, weil Kriege nur Armut, Arbeitslosigkeit und Leid mit sich bringen. Ich setze mich für Frieden ein und bin der Überzeugung, dass die Menschen sich gegen die herrschenden Verhältnisse zusammentun können, damit auch das Leben besser organisiert werden kann und die Menschen glücklicher miteinander umgehen können. Mhm. Aus welchen Ländern stammen die Werke deiner Übersetzungsarbeiten und wie fandst du die Zusammenarbeit mit anderen Autoren und Autorinnen? Ja, ich habe ja eben am Anfang gesagt, dass ich in türkischer und deutscher Sprache arbeite. Ich habe ja auch gesagt, dass ich auch einige Bücher in die türkische Sprache übersetzt habe, die dann auch erschienen sind. In Europa, in Deutschland habe ich auch einige Bücher aus dem Türkischen in die deutsche Sprache übersetzt. Da habe ich angefangen mit den Gedichtübersetzungen bei der ATEG, das ist die Gemeinschaft türkischsprachiger Autorinnen in Europa. Da bin ich auch im Vorstand, hatte ich ja eben auch gesagt. Und da haben 18 Dichterinnen, türkischsprachige Dichterinnen sich zusammengetan und haben eine Anthologie herausgegeben, das den Titel Yürekten Yüreğe, also von Herz zu Herz trägt. Da habe ich mit meinen eigenen Gedichten auch daran teilgenommen, aber zum Teil auch Übersetzungstätigkeiten, also Gedichte aus dem Türkischen in die deutsche Sprache übersetzt, die auch in dem Buch
vorhanden sind oder die auch da veröffentlicht worden sind. Ich habe noch mit anderen Anthologien, an anderen Anthologien teilgenommen, in deutsch-serbischer Sprache, die von zum Beispiel Dragiša Schröder veröffentlicht worden ist. Mosaik und Liebespoesie und Mosaik aus Liebespoesie und Prosa. Davon werde ich gleich, wenn es erwünscht, auch vielleicht ein Gedicht von mir vortragen. Also ich schreibe sowohl in türkischer Sprache als auch in deutscher Sprache. Und auf was für Herausforderungen stößt du bei der Arbeit als Übersetzer so? Gibt es da welche? Also das letzte Buch, was ich jetzt in die deutsche Sprache übersetzt habe, es war das, zwei Bücher habe ich gerade vergessen. Das eine Buch war von Irfan Erdoğan, der die Memoiren eines Arbeiters in Deutschland, der türkischer sprachig ist und in türkischer Sprache über seine Fabrik, über das Alltagsleben berichtet hat in Kurzgeschichten. Das habe ich in die deutsche Sprache übersetzt und das ist jetzt im Jahre 2018, 2019 ist das erschienen bei Pen Verlag. Und dann habe ich mit Molla Demirel zusammen das Buch Arbeit, Migration und Utopie, also Migration, Arbeit, Utopie mit begleitet. Ich habe selber auch in die türkische, das ist ja in zweisprachig erschienen, in türkischer und in deutscher Sprache. Im türkischen Teilbereich habe ich auch als ein Jugendlicher, der in Europa, in Deutschland aufgewachsen ist, der auch hier studiert, ich habe da auch über meine Erlebnisse selber berichten dürfen in einem Artikel, aber habe auch die Übersetzungstätigkeit komplett für das Buch sozusagen aufgefangen, mitbegleitet. Ich finde, genau weil das auch zu meiner politischen Einstellung, weil das auch zu meinem Leben passt, habe ich da auch gerne mitgemacht, weil ich mich auch stark für die Integration, für das Zusammenleben einsetze, kam das sehr gelegen. Und letztes Jahr ist mein Gedichtsband in der Türkei erschienen, mein erstes. Da habe ich nur selber reingeschrieben, das sind nur meine Gedichte gewesen. Ich habe davor mit anderen Autorinnen, mit Dichterinnen zusammengearbeitet, aber jetzt habe ich auch angefangen, selbstständig sozusagen mich einzubringen. Was bedeutet für dich die Sprache und wie können wir deiner Meinung nach den Dialog und den Austausch zwischen den Kulturen und Kulturschaffenden gesellschaftlich fördern? Also die erste Basis ist wahrscheinlich, dass sich Menschen ohne Vorurteile begegnen, dass sie sich gegenseitig akzeptieren. Und die Sprache bedeutet für mich halt die Basis des Zusammenlebens. Ohne Sprache gibt es keine Kommunikation zwischen den Menschen. Egal, ob das jetzt Deutsche untereinander, Ausländer untereinander, Fremde, Deutsche zusammen, Migrantinnen, Deutsche zusammen sind oder nicht. Ohne Sprache wird nichts auf der Welt passieren können. Die Sprache ist die Basis des Lebens, des Zusammenlebens, der gegenseitigen Verständigung. Und es gibt aber nur Barrieren mittlerweile. Es werden auch viele gesetzliche Barrieren überwunden, weil ja die, sagen wir mal, die Migrantenkinder hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind und die Sprache auch mittlerweile beherrschen. Das ist nicht wie bei unseren Großeltern, die hier hingekommen sind in ein fremdes Land, wo sie überhaupt die Sprache nicht kannten, die Kultur nicht kannten. Wir sind hier geboren, hier aufgewachsen und kennen die Gesellschaft, weil wir auch keine andere Gesellschaft kennen. Wir sind in diese Gesellschaft reingeboren und haben also dadurch auch die Gesellschaft kennengelernt und können auch eine Brücke zwischen unseren Großeltern und der Gesellschaft sozusagen herstellen, können auch diese Brückenfunktion übernehmen. Und ich finde, Autorinnen haben auch diese Brückenfunktion, die sie mittlerweile versuchen wahrzunehmen. Und je mehr Sprachen die Menschen beherrschen, desto mehr können sie sich auch in die anderen Kulturen
fühlen und ihre Gefühle aus diesen Kulturen in die eigenen auch in die eigenen Familien, in die eigene Umgebung, in die eigene Kultur sozusagen reintragen. Und ich finde, Schriftstellerinnen, Autorinnen, die halt zwei Sprachen oder mehrere Sprachen beherrschen, kommt diese Funktion zu. Und dazu müssten Politik, dazu müssten sich die gesellschaftlichen Organisationen, die verschiedenen Organisationen wie Gewerkschaften, Parteien, mehr diesem Thema widmen. Wie können wir Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen? Was sind die Gemeinsamkeiten? Dann müssen über diese Gemeinsamkeiten, es muss mehr darüber diskutiert werden. Es geht jetzt mittlerweile weltweit darum, über die Unterschiede zu diskutieren. Und viele Menschen, viele Medien diskutieren über die Unterschiede. Die Politiker diskutieren über die Unterschiede. Es geht aber in erster Linie darum, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben, die Menschen zusammenzubringen und nicht zu spalten. Und ich finde, Schriftstellerinnen, Dichterinnen, Künstlerinnen, ist die Aufgabe dieser Menschen, dieser Bereiche ist es, durch ihre Werke die Gesellschaft zusammenzubringen und in der Gesellschaft vorhandene kulturelle, sprachliche Barrieren und Vorurteile abzuschaffen. Das sehe ich persönlich als meine Aufgabe und muss die Basis auch von der Politik, von der Wirtschaft dafür geschaffen werden, dass halt solche Begegnungen gefördert werden müssen, dass Begegnungen überhaupt geschaffen werden müssen, dass Menschen zusammenkommen und miteinander reden und diskutieren können. Ja, ich finde, das war eine gute Antwort auf die letzte Frage. Aber willst du noch ein oder zwei Gedichte vorlesen? Ja, ich würde das gerne machen. Dann würde ich gerne ein Gedicht aus der Anthologie von Dragica Schröder, das in deutscher und serbischer Sprache erschienen ist, das den Titel Mosaik aus Liebespoesie und Prosa trägt, gerne vortragen. Was auch ich sage, was auch ich gesagt, was auch ich aufs Papier gebracht. Die Hälfte davon bleibt splitternackt, die andere so verwundet. Egal, was auch mir auch gewünscht. Egal, was auch ich mir auch gewünscht. Egal, was auch ich zu wissen dachte. Es fehlt immer eine Hälfte, die andere immer so fade. Egal, was ich auch immer erlebt. Egal, was auch ich immer denke. Die Hälfte von dem hinkend immer so verloren, die andere. Sehnsüchtig blickt mein Herz auf die eilende Liebe und die Geschwisterlichkeit, das Herz zu Frieden und Gleichheit verurteilt. In deine Blicke mein Herz verknallt, mein Herz pocht allein für dich Feuer und Flamme. Danke. Möchtest du noch eins vorlesen? Oder? Ja, ich kann noch eins vorlesen aus meinem Gedichteband, was in türkischer Sprache erschienen ist, das den Namen Sersenisch in Türkisch, das ist mehr in türkischer Sprache, trägt. Sersenisch heißt Tadel auf Deutsch übersetzt. Mhm. Leben. Trotz alledem musst du leben, auch wenn das Leben für manche eine schwarze und kalte Leere sei. Zu behaupten sich gegenüber dem Sturm, zu widerstehen dem Bö. Der Durst widerstehen in der Sommerhitze, während der Winterwelt der Frost und dem Schnee. Zu begegnen dem Regen und dem Hagel während des Frühlings mit erhobenem Haupt, robust und unbekümmert wie ein Baum, der kein Aufgeben kennt. Während deine Blüten verwelken im Herbst, solltest dich dennoch stützen auf den kommenden Frühling und Sommer. So muss dein Leben sein. Man muss sich für die Liebe, für die Geschwisterlichkeit der Völker, für die Solidarität mehr stark einsetzen, mehr dafür tun. Es gibt weltweit Kriege, es gibt weltweit Armut, es gibt weltweit Arbeitslosigkeit. Menschen müssen sich zusammentun, denn eine andere Möglichkeit existiert heute leider nicht.
um aus der Misere rauszukommen, Kriege zu verhindern, Armut zu bekämpfen. Ja, was ein Schlusswort. Danke dir, Özge. Ich danke euch sehr. Tipptopp. Das war Özge Demirel. Ihr hört und seht Radio Kaktus mit Felix und Destina.